Fast jeder Modellbauer kennt das Verlangen, irgendwann einmal etwas komplett Eigenes bauen zu wollen. Auch bei Rainer Plattner war es schließlich soweit und er machte sich daran, einen Ford T-Truck von 1912 Realität werden zu lassen. Die Basis ist ein einfacher Leiterrahmen mit Bürstenmotor. Der Kastenaufbau entstand komplett aus Holz. Teile wie die Motorhaube hingegen wurden aus Metall gefertigt. Eine Hinterachse von Barmatec überträgt die Motorkraft zu den Rädern. Nach dem Finish sämtlicher Teile entstand so ein ansehnliches Modell im Maßstab 1:14. Selbstverständlich mit allen wichtigen Funktionen des Originals, wie beispielsweise einer kompletten Beleuchtungsanlage. Die zahlreichen Details lassen einen fast vergessen, dass es sich nur um ein Modell handelt. Das belegt zum Beispiel die Frontpartie. Schrauben, Messingbeschläge, Kühler und natürlich auch eine Startkurbel. Hier ist alles am rechten Fleck. Dabei steckt selbst in unscheinbaren Teilen viel Arbeit, so auch in den mehrteiligen Scheinwerfern. Ähnlich detailreich geht es am Heck zu. Hinter den Holztüren, natürlich kann man sie öffnen, verbirgt sich die gesamte Elektronik mit Akku. Wie viele andere Teile an dem Truck entstanden auch die Räder komplett in Eigenregie. Zweifelsfrei zählen sie damit zu den Hinguckern des Ford T. Alles in allem ein wunderbar umgesetztes kleines Modell, das einem eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht. Und auf den Parcours der Welt dürften Nachbildungen solcher Fahrzeuge heutzutage wohl eher selten anzutreffen sein.